Hey ihr Lieben und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Fragt euch nicht, warum ich so kaputt aussehe. Ich bin extrem kaputt, denn der Umzug ist wie gesagt sehr stressig und belastet mich total. Ich weiß, viele können das gar nicht verstehen, weil die das vielleicht jeden Tag machen. Aber ich bin das halt nicht gewohnt und wie gesagt, ich habe extreme Rückenprobleme und ich muss auf jeden Fall mal zum Arzt, weil mein Rücken tut mir unfassbar krass weh. Ich kann nicht mal richtig sitzen, laufen, liegen, stehen, keine Ahnung. Weil ich mich so verrenkt habe. Das tut so weh, das glaubt ihr mir gar nicht. Obwohl, viele kennen das bestimmt, aber das Problem ist bei mir, ich habe das schon seitdem ich 6 bin, circa 6, 7 Jahre alt bin. Und ja, mein Papa hat das auch ganz extrem. Und jetzt habe ich Angst, dass wenn ich älter werde, dass das halt immer schlimmer wird. Also was ja auch der Fall ist. Ich bin jetzt wieder älter geworden und es ist schlimmer geworden. Und deswegen muss ich auf jeden Fall mir einen Arzt aufsuchen, damit ich das irgendwie geregelt bekomme. Heute mal etwas Spannendes für euch. Und zwar habe ich vor kurzem irgendwann, habe ich bei Snapchat ein Foto hochgeladen, wo so ein Tattoo zu sehen ist. Und natürlich habe ich direkt voll wieder drauf angeschrieben, hä, so ein Tattoo? Sag mal, hallo, warum sagst du uns denn nichts? Ja, ich habe ein Tattoo. Ich habe mir das vor circa 3 Wochen stechen lassen. Und keine Panik für die, die vielleicht keine Tattoos mögen. Es ist wirklich kein schlimmes Tattoo. Und zwar war das eine sehr spontane Aktion, denn ich bin mit meiner Freundin zum Tätowierer gefahren, weil sie ein neues Tattoo hat, sich stechen lassen. Und ich bin einfach dann mitgefahren, weil sie war alleine und ich habe gesagt, komm, dann komme ich halt mit. So, ja, dann war ich da mit. Und sie hat halt so ein kleines Herz an ihrem Unterleib und ich fand das so schön. Ich weiß nicht warum, ich fand es extrem schön. Ich habe gesagt, hey, warte mal. Dann haben wir darüber gesprochen, wenn ich mir das ausstechen lasse, haben wir so ein Freundschaftstattoo. Und das Gute ist ja, wenn man nicht mehr befreundet ist, dann bereut man das ja nicht, weil man sieht ja nicht, dass ich das mit einer Freundin habe. Also dass halt ein Freundschaftstattoo ist, sondern es hat ja dann auch eine andere Bedeutung. Und ja, ich finde, bei einem Herz kann man eh nicht viel falsch machen, weil ein Herz ist ja eine schöne Bedeutung. Es ist Liebe, Friede, Freunde und ihr wisst, alles Gute halt, alles Positive. Und ja, deswegen wollte ich es unbedingt haben. Ich wollte eigentlich ein größeres Tattoo, aber ich wusste halt nicht, was noch kommt. Und ja, ich weiß nicht. Also ich bin noch sehr jung und ich möchte wirklich richtig drüber nachdenken, ob ich dieses Tattoo auch nach ein paar Jahren schön finden werde. Ich meine, das kann man nie garantieren, aber ich habe da wirklich ein bisschen Bammel vor, weil wenn ich weiß, dass es so für immer auf meiner Haut, dann nee, dann bin ich ein bisschen skeptisch. Und also andere können sich so einfach ein Tattoo machen lassen und die haben da kein Problem mit, aber bei mir ist das wirklich, da muss ich wirklich sehr stark drüber nachdenken, ob ich das mache. Und ja, bei diesem Herz kann ich echt nichts falsch machen, denn es sieht kein Mensch. Also wenn ich jetzt ein Bikini anhabe, kann ich das so verdecken. Das sieht so aus, als ob da nie was wäre. Und das finde ich sehr gut bei diesem Tattoo. Und dafür, dass das mein erstes ist, bin ich sehr zufrieden. Es hat 50 Euro gekostet. Leider ging es nicht billiger, denn man hat bei denen nur ab 50 Euro ein Tattoo bekommen. Und das war ja ein recht kleines Tattoo. Ich kann euch das ja mal zeigen. Meine Herzchen. Ich finde das voll süß. Keine Ahnung warum, aber ich mag es total. Und für anderen, denen das nicht gefällt, da kann ich nichts drin machen. Denn ja, es ist mein Körper, meine Entscheidung und ich finde es süß. Und für andere, die sagen, hä, das sieht doch keiner, davon hast du doch gar nichts. Doch, ich mache es ja für mich, ich mache es doch nicht für andere, genauso wie Piercings. Ich meine, das sieht auch fast keiner. So gewisse Piercings sieht man einfach nicht, auch Bauchnabel-Piercing. Außer wenn man jetzt bauchfrei oder so an, aber wenn ich jetzt ganz normale Klamotten an habe, dann weiß auch kein Mensch, dass ich ein Piercing habe. So, ihr wisst. Vom Schmerzempfinden, ich meine, ich kann schon viel ab, aber wenn ich nicht weiß, wie der Schmerz ist, zum Beispiel beim Piercing, weiß ich, das geht einmal zack durch die Haut und dann tut halt weh, ne? So. Aber bei so einem Tattoo, weiß ich nicht, irgendwie hatte ich da irgendwie mehr Angst
vor als vor dem Piercing. Weil beim Piercing ist es einmal nur reinstechen und das war's dann. So, das ist einmal so ein Schmerz und dann geht das aber auch wieder. Und beim Tattoo hast du ja, also kommt drauf an, wie groß das Tattoo ist, hast du ja dann auch dementsprechend halt den Schmerz länger. Wenn ein Tattoo 3 Stunden geht, hast du auch 3 Stunden Schmerz. Also ich sag's mal so, nicht jeder hat Schmerzen beim Tattoo. Ich sag das euch jetzt schon mal, weil bei Piercings habe ich auch nicht die krassen Schmerzen. Das ist einmal nur so und dann war's das so. Also bei mir jedenfalls. Andere heulen, andere schreien, andere, keine Ahnung. Jeder reagiert anders auf diesen Schmerz. Und ja, aber irgendwie dachte ich mir so, ja okay. Ich habe ja eh ein kleines Tattoo, also wird das halt nicht so wehtun, weil das ist ja nur oberflächlich, so dieses Pieksen. Und ja, dann hat die Tätowiererin halt mir gesagt, dass sie halt einen kleinen Strich macht, damit ich mich halt an diesen Schmerz gewöhne. Ja, und dann hat sie halt angefangen. Ich habe nur so ein Kribbeln gemerkt, so keine Ahnung, war komisch irgendwie. Aber so länger sie das halt gemacht hat, desto mehr tat es dann auch irgendwie weh. Also es war dann schon etwas unangenehm. Mir war das natürlich auch wichtig, dass die Dame das auch sehr fein sticht und nicht so dick, weil ich weiß nicht, habt ihr schon mal diese Tattoos gesehen, die so voll komisch waren, so dick und so. Ihr wisst, glaube ich, was ich meine, oder? Und davor hatte ich halt extrem Angst und ich habe gesagt, ich möchte das bitte so dünn haben wie möglich, so, also schon dünn, ne? Weil ich bin halt schon ein bisschen hartnäckig, so, weil ich lasse mich nicht einfach tätowieren und gut ist, so. Ich möchte das dann auch schön haben, was ja auch selbstverständlich ist, so, wer will kein schönes Tattoo haben, ne? Aber ich weiß ja nicht, wie manche stechen. Und deswegen war ich sehr skeptisch. Aber es sieht schön aus und ich bin sehr zufrieden damit. Und ich werde es nicht bereuen, denke ich mal. Mein Gott, dann ist es halt so. Da kann man jetzt wirklich gar nichts falsch machen. Und warum kommt jetzt krank gehen, wo gehen? Ja, Leute, das ist mein Tattoo. Also, was heißt Tattoo? Ist ja so ein Mini-Tattoo eher. Ja, ich habe auf jeden Fall vor, auch weitere Tattoos stechen zu lassen. Aber da will ich mir wirklich einen Kopf drüber machen, ob also was für ein Motiv, was für eine Bedeutung, weil ich finde, ein Tattoo sollte schon eine gewisse Bedeutung haben. Natürlich haben mich auch viele gefragt, ob ich nicht mehr über meine Piercings reden kann, wie viele ich habe, ob ich welche habe, wie teuer, wie tat's weh und wie alt muss man für gewisse Piercings sein und ja. Natürlich will ich dazu aber ein extra Video machen, deswegen stimmt jetzt auf jeden Fall ab, ob ihr so ein Video sehen wollt über meine Piercings. Einfach ein Daumenchen nach oben oder in die Kommentare schreiben, damit ich genau Bescheid weiß, ob ihr das sehen wollt. Und ja, dann wird das nächste Video halt ein Piercing-Video. Ich habe jetzt noch etwas Zeit, so 2-3 Stunden und die werde ich mich auf jeden Fall jetzt hinlegen, weil ich bin wirklich sehr müde. Ja, definitiv. Denn später geht es nämlich weiter und wir müssen unsere ganzen Sachen hier runterschleppen und ich habe keine Lust. Gut, Leute, dann beende ich das Video jetzt und ja, wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss.